Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar Ori and the Well of Wisps. Ja, es ist einige Zeit her, seitdem wir Ori and the Blind Forest beendet haben und mit Hilfe der Eule Koro, glaube ich, hieß sie, oder Koro? Ne, Koro, glaube ich, ne? Koro. Oder so. Auf jeden Fall den Wald doch noch gerettet haben. Ich meine, sie hatte ja eigentlich vor, das Licht für immer zu zerstören. Da es eben ihre Kinder getötet hat. Aber im Endeffekt hat sie gesehen, was ihr eigener Hass gegenüber dem Licht bewirkt hat, dass sie selber ihre Kinder in Gefahr gebracht hat und auch viele, viele, viele andere Lebewesen, und hat im Endeffekt uns dann geholfen, den ganzen Wald zu retten. Und ja, jetzt sind wir hier im nächsten Abenteuer mit Ori, dem kleinen, oder der kleinen Ori, ich weiß nicht, ich glaube, der kleine Ori, bin mir nicht sicher tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Keine Ahnung, was die Geschichte jetzt noch führen könnte. Ich habe tatsächlich seit der E3-Kündigung nichts mehr davon irgendwie mitbekommen, beziehungsweise gesehen, so. Mitbekommen schon, aber gesehen eher weniger. Dementsprechend keine Ahnung, was hier alles passiert, aber das ist schon so okay, denke ich mal. Nein, ich möchte das Spiel nicht beenden. Okay. Weil ich X gedrückt habe, alles klar. Haben wir denn sonst alles Einstellungen? Ja, Xbox habe ich nicht, aber es ist schon okay, ist so. Ja, passt alles. Einfach die Musik schon wieder, ne? Ich bin schon wieder total verliebt, einfach. Das ist einfach wundervoll. Aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Spiel hinein. Natürlich auf einem leeren Spielstand. Wir spielen auch ganz normal. Normaler Schwierigkeitsgrad für das unverfälschte Spielerlebnis. Es hat mir noch herausfordernde Spielerlebnis nur für erfahrene Spieler empfohlen, die den normalen Schwierigkeitsgrad bereits abgeschlossen haben. Oder für Spieler, die mehr Story und ein wenig weniger anspruchsvolles Spiel möchten. Nee, ich bin ganz gut bei der unverfälschten Spielerlebnis. Und ja, normal, wir starten. Mal schauen, wie unser neues Abenteuer beginnt. Allein die Musik schon wieder, ne? Okay. Wir werden gerufen. Ich denke, es ist wahrscheinlich von Naru. Schwalbenest. Wahrscheinlich wird ich glaube, Naru hieß sie, ne? Die Mutter von ihr, also die Adoptivmutter, sagen wir es so, von Nori, Nori, sag ich, von Ori. Wir würden uns wahrscheinlich gerade... Ah, nein, du warst es. Du warst es. Hi. Dich kennen wir ja auch noch. Ja. So, aber Wandsprünge kennen wir ja auch noch ganz gut. Ewig werden wir uns an diesen Tag erinnern. Ich
ich habe es echt vermisst, mit Uri zu spielen. Tatsächlich, es ist aber schon wieder schön. Einfach wie es aussieht. Als das Leben nach Nibel kam. Da ist Naru. Oh. Stimmt, die Mutter hatte sich geopfert. Und wir haben jetzt das Kind von ihr. Wir nannten sie Ku. Süß. Okay. Hallo, Uri, aufwachen. Ach ja. Stimmt, ich hab vergessen, dass ich Koro oder Kovo, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Mutter des kleinen Eulenbabys, hatte sich ja geopfert. Also sie hatte ja den ganzen Wald in Brand gesteckt und dann ist Naru hingegangen und hat ihr gezeigt, was sie eigentlich angerichtet hat und dass sie gerade einer Mutter ihr Kind nehmen möchte, obwohl sie genau aus diesem Grund ja wütend ist, weil ihr ein Kind genommen wurde. Und dann hat sie sich ja geopfert, um den Wald zu retten. Sie ist ins Licht geflogen. Und diese Eulen vertragen das Licht ja nicht. Deswegen sind ihre Kinder ja damals gestorben. Oder ein paar ihrer Kinder oder ein Kind, glaube ich, war das sogar. Dann hat sie sich geopfert, um den Wald zu retten. Und damit auch ihre Kinder, die noch überlebt haben. Oder ihr Kind, was noch überlebt hat. Du schaffst das. Oder auch nicht. Süß. Es sieht alles so gut aus schon wieder. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Mann. Schön. Mann, ich komme nicht drauf klar, wie schön das wieder alles ist. Es ist einfach so unfassbar malerisch. Der Himmel rief sie. Gumo und Naru hörten es auch. Nicht aufgeben. Ach cool. Nicht aufgeben. Du kriegst das irgendwie hin, irgendwann noch mal hin.
Die Antwort lag in der Vergangenheit. Mutters letztes Geschenk. Konnten wir es schon immer an Lianen festhalten? Habe ich es einfach nur vergessen oder ist das neu? Kuros Feder, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Gut, die kennen wir ja noch. Die haben wir ja auch schon im letzten Teil gehabt. Liebe Gumo. Ja, sie war so knuddelig. Oh mein Gott, als ob. Als ob wir jetzt mit... Oh mein Gott, wie cool. Nein, wir können fliegen. Gemeinsam mit neuen Flügeln. Der Himmel war zum Greifen nah. Aua. Oh, oder auch nicht. Yay! No. Mega cool. Hier waren wir. Thank you.
vom Sturm getrennt. So begann unsere Geschichte. Wie seid denn ihr? Das hört sich ja nicht so gut an. Tintenmoor. Da haben wir unseren Anzeige unten wieder mit Leben und unseren Fähigkeiten, also unseren Aktionspunkten da und irgendwas in der Mitte. Ich weiß nicht genau, was das ist. Da können wir wahrscheinlich nicht viel machen mit, ne? Nö. Da kommen wahrscheinlich unsere Fähigkeiten später hin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hey du. Na? Was macht der da? Keine Ahnung. Aber hingehen sollten wir da vielleicht nicht. Ich meine, wir können doch nicht kämpfen, also wäre ein bisschen schlecht, wenn wir uns jetzt irgendwelchen Gegnern stellen. So, kommen wir hier lang? Ja, kommen wir, gut. Ich dachte schon. So, Leben wäre voll. Lebenskugel. Du hast eine Lebenskugel gefunden. Sammle sie, um Oros Gesundheit wiederherzustellen. Gut, das brauchen wir aber noch nicht. Kleines Geisterlichtgefäß. Geisterlicht kann bei freundlichen Kreaturen eingetauscht oder zur Verbesserung von Geistersplittern verwendet werden. Oh, das ist nett. Das ist tatsächlich sehr nett. Bei freundlichen Kreaturen eingetauscht werden. Okay. Dass das Fähigkeitenpunkte sind, das war mir schon klar. Aber, also viele Fähigkeitenpunkte, aber nicht, dass wir jetzt bei irgendwelchen Kreaturen das eintauschen können. Interessant. Oh Gott. Da kommen wir noch nicht durch. Okay, drücke runter, um durch Plattformen durchzufallen. Das kennen wir ja auch noch. Hier. Okay, anscheinend noch nicht wichtig. Dann gehen wir weiter nach unten. Ja. Hallo ihr, na? Drücke X, um eine Fackel zu nehmen. Also, wenn wir jetzt Viereck. Ah, ich kann mit der Fackel kämpfen. Cool. Also haben wir jetzt gerade nicht mehr Sen bei uns. Sehr schön. Geisterlichtkugel. Du hast eine Energiekugel gefunden. Sammeln Sie, um Oros Energie wiederherzustellen. Okay, ich würde aber sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Ori and the Will of Wisps und bis dahin sag ich ciao.